Die 100 wichtigsten Fragen für Gitarrenanfänger, Platz 10. Üben mit dem Metronom. Man kann sich denken, das Metronom ist leider ein umstrittenes Thema. Das liegt vielleicht daran, weil es nervt viele. Bei mir war es so, es gab früher diese Taktel-Metronome, das waren so Geräte, die hatten einen sehr komischen Klang. Ich hatte manchmal sogar das Gefühl, dass die unregelmäßig liefen. Ich weiß nicht, ob ich mich getäuscht habe. Heute ist es so, in meinen Augen sollte man das Wort Metronom eigentlich mit einer App ersetzen. Fürs iPad, iPhone, Smartphones, egal wie. Es gibt tausende Apps, die Metronom heißen oder Supermetronom oder wie auch immer. Und der Vorteil ist ganz einfach. Ihr habt das Teil immer in der Tasche, aber der größere Vorteil ist auch, ihr könnt dieses Gerät leichter programmieren mit einem Sound, im Normalfall auf jeden Fall. Und es klingt einfach viel angenehmer. Und die Lautstärke kann man natürlich einstellen, was bei einem mechanischen Metronom auch nicht gegeben ist. Die Frage wäre aber auch noch zu beantworten, ist es überhaupt wichtig, mit einem Metronom zu spielen? Grundsätzlich kann man erstmal sagen, ja, es ist wichtig, weil man neigt als Anfänger gerade dazu, das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, wenn ihr ein Lied durchspielt, das Lied geht vielleicht noch mit normalem Tempo los, ihr werdet am Ende immer schneller. Das gleiche passiert auch sogar in einer Band, wenn mehrere Leute zusammenspielen, das Lied wird am Ende schneller. Das kann man lernen. Und lernen bedeutet, ihr braucht einen Taktgeber, einen Zeitgeber, der euch das Tempo eindeutig angibt und ihr seid darauf angewiesen, dass ihr wirklich mit diesem Gerät mitspielt. Das hat nichts damit zu tun, dass man später auf dieses Gerät angewiesen ist. Im Gegenteil, später kann man wirklich von ganz alleine auch gleichmäßig spielen, wenn man das geübt hat. Aber dieses Tempospiel oder das gleichmäßige Spiel ist übrigens auch eine Sache, was Profis immer wieder noch üben. Deshalb gerade als Anfänger solltet ihr euch da eigentlich keinen Kopf machen, sondern einfach euch so eine App runterladen und vielleicht auch verschiedene und damit üben. Damit wir da mal ein bisschen zur Praxis kommen, ich möchte euch da ein paar Geräte mal vorstellen. Ich habe auf meinem iPad einige, die ich selbst benutze auch. Wenn ich bestimmte Sachen einspiele, habe ich die teilweise auf dem Ohr, das Metronom, und kann dadurch natürlich auch sehr gleichmäßig einspielen. Ich stelle euch mal ein paar Geräte vor, also softwaremäßig, und dann könnt ihr schauen, was ihr euch da selber vielleicht runterladet. Ich würde an eurer Stelle erstmal mit den Gratis-Apps anfangen. Also kostet nichts, und wenn ihr wollt oder das Gefühl habt, ihr könntet da noch eine andere Funktion freischalten, dann kostet das vielleicht 1, 2, 3 Euro mehr, aber auch nicht. Das sind alles preiswerte Sachen. Schauen wir uns mal ein paar Software-Metronome an. Ihr seht schon, ich habe hier einige Metronome zusammengestellt auf eine Seite. Ich gehe mal auf dieses, das heißt einfach Metronom. Das kennt man eigentlich, manche haben sowas Ähnliches auf dem Klavier stehen. Man kann jetzt zum Beispiel das mit dem Finger in Bewegung setzen. So, ein Tipp und es stoppt wieder. Wenn ich langsamer spielen will, mache ich das Gewicht nach oben, schiebe den wieder an. So, das funktioniert. Und ich kann auch hier unter I dann verschiedene Takte einstellen. Zum Beispiel einen Dreivierteltakt wäre das jetzt. Und man hört, ich mache es mal schneller, hört man das besser. So, man merkt, er betont die 1 und so soll das auch sein. Gehen wir auf das nächste Metronom. Das hier sieht auch so aus, heißt auch Metronom, ohne E. So, das sieht nicht mehr aus wie ein normales Metronom, was man kennt, wie das gerade. Es hat hier einen Stopppunkt und einen Startpunkt. Man sieht eine optische Anzeige. Und man kann jetzt hier das Tempo einstellen. Aber man kann auch hier drauf tappen und zum Beispiel, wenn man ein Lied jetzt in einer bestimmten Geschwindigkeit üben will, dann würde man mit dem Originallied, mit dem Finger hier drauf wippen und tippen. 1, 2, 3, 4, dann hat er das abgenommen und würde dann entsprechend das Tempo übernehmen, damit man dazu üben kann. Die Lautstärke kann man hier einstellen, sehr schön gemacht, aber was hier auch schon ist, das war in dem gerade nicht. Ich spiele die Klänge jetzt einmal durch.
Ihr habt schon gemerkt, ihr habt hier ein paar mehr Möglichkeiten und hier wird einfach der Takt geändert. Dreivierteltakt und so weiter, seht ihr in der Anzeige. So, eins meiner Lieblingsmetronomen, was ich benutze, ist dieses hier. Super Metronom genannt. Hier hat man den Takt unterteilt in Achtel und man kann dann hier selber sich seine Instrumente und die Betonung aussuchen. Wenn ich jetzt hier drauf klicke auf die Sternchen und die sind weg, dann ist das Instrument jeweils, das ist praktisch wie ein Schlagzeug, wird dann anders programmiert. Man hat hier aber auch Voreinstellungen. Ich tippe jetzt einfach mal irgendwelche an. Jetzt kann ich aber zusätzlich wieder programmieren. Lege auf die 1 noch was drauf. Hier vielleicht noch einen. Ja, man hat die Geschwindigkeit, ist klar, ist hier und so weiter. Also hier hat man eine ganze Menge mehr Möglichkeiten. Was haben wir noch? Dieses hier, das Pro-Metronom, das kann auch eine Menge. Man kann hier zum Beispiel auch per Tapping das Tempo eingeben, was er dann übernimmt. Habt ihr gesehen, jetzt hat er geändert von 120 auf 188. Kann ich auf Play gehen. Jetzt hat er mein langsames Tempo übernommen. Und ich kann auch hier natürlich den Takt einstellen und so weiter. Dann gibt es auch noch dieses DM1. Das ist im Grunde auch ein Drum Machine. Für die Leute, die vielleicht etwas Schlagzeug programmieren können, für die ist das vielleicht auch noch interessant. Man sieht das auch hier, das ist unterteilt in Achtel meistens, den jeder Takt, und dann kann man das einstellen, die einzelnen Instrumente kann man hier anwählen und dann kann man das Ganze also hier lässt sich eine ganze Menge regeln, einstellen und Klänge bearbeiten. Ich hoffe, es kam einigermaßen deutlich raus, dass diese Software nicht mehr viel gemein mit dem Metronom hat. Allerdings eine Gemeinsamkeit besteht, diese Software arbeitet richtig gleichmäßig, wie ein normales Metronom auch. Nur es ist angenehmer. Das heißt, es könnte sein, dass es jetzt nicht mal heißt, jetzt muss ich mit dem Metronom üben, sondern ich möchte jetzt mit dem Metronom üben, weil es mir einfach viel mehr Spaß macht. Ich habe nämlich jetzt einen Schlagzeuger. Ich wünsche euch viel Spaß damit.